Hallo Freunde und alle, die es noch werden wollen, jetzt nach unserem Vorspann. Wir haben heute wieder was Motorisiertes. Und zwar geht es um den Bereich K2K-Kommunikation. Und dazu begrüßen wir wie immer unseren Autochef, Modellbahnchef und Chef für eigentlich eh alles, den Herrn Oliver Zoffe. Servus Oliver. Ja, lieber Helmut und alle, die jetzt zuschauen und zuhören, ich wünsche euch alles Gute. Bereits jetzt im Anbetracht des kommenden Osterverkehrs möchte ich euch aufrufen, bitte fahrt vorsichtig. Grund des Themas K2K-Kommunikation, gestern war im Fernsehen ein Beitrag, auf einer Freilandstraße ist ein Autofahrer, aus welchen Gründen noch immer, von der Fahrbahn abgekommen, hat dort am Baum geschnupft, das Auto hat es total zerlegt und der Fahrer war tot. Und dann kam man ihm die Fragen, ja wieso ist unmittelbar neben der Fahrbahn doch ein Baum und warum wird dann dort, wo immer wieder sich Unfälle passieren und diese Bäume eben entsprechend verletzt oder sogar arrasiert werden, dann noch hinten auch ein Baum nachgepflanzt, ob sich da überhaupt jemand was dabei denkt und wie man die Sache sicherer machen kann. Und dazu ist mir eben das Thema eingefallen, K2K bzw. K2X-Kommunikation. Ist nichts Neues, gab schon vor einiger Zeit, wurde darüber diskutiert, dass eben Autos untereinander Informationen austauschen, ob das jetzt über WLAN ist, so wie das ursprünglich gedacht war oder so wie es derzeit passiert, über Mobilfunk, sprich ein Fahrzeug oder auch irgendein anderer Gegenstand, eine Laterne oder was auch immer, gibt jetzt Auskunft darüber, was unmittelbar vor dem Fahrzeug passiert. Man sieht, dass er das an dem Bild recht gut illustriert. Oder über die Fahrbahnbeschaffenheit, über das Wetter, über die Sichtverhältnisse und ähnliches mehr. Natürlich auch über eventuelle Gefahrenquellen. Das heißt, der Fahrer des ersten Fahrzeuges muss sich einbremsen, weil, was weiß ich, irgendwie jemand auf die Fahrbahn läuft. Oder ja, ein Unfall passiert ist und informiert die dahinter nachkommenden Fahrzeuge. Das heißt, die wissen bereits, halt, da vorne ist was passiert. Entweder ich umfahre diese Gefahrenquelle oder aber ich muss jetzt vorsichtiger, ich muss langsamer fahren. Auch dazu gibt es eine nette Illustration, die wir hier haben. Ja, also da sieht man das. Ja. Wie das gedacht ist, das heißt, das vorangegangene Fahrzeug erkennt, da ist eine Gefahrenquelle, der Fahrer hat jetzt eine Notbremsung eingeleitet und meldet das den dahinterliegenden, die wissen, halt das, Stau, was auch sonst immer passiert. Könnte auch auf der Autobahn bei entsprechend schlechten Sichtverhältnissen wie Nebel oder so eine gute Sache sein, Stauende ist auf einmal da und ja, auf einmal steht vor dir ein Riesenauto und du bremst spät. Damit könnte derartige Gefahren unter Umständen minimiert, wenn nicht gar beseitigt werden. Das ist ja wunderbare Sache, finde ich. Also grundsätzlich ist ja die Idee sehr gut. Es gibt jetzt natürlich einige Bedenken. Wenn die Fahrzeuge untereinander kommunizieren, beziehungsweise ihre Daten, welche, wie schnell fahre ich, wie heftig sind meine Längsbewegungen, wie heftig habe ich gebremst und ähnliche Dinge, an was melden? Ans nächste Fahrzeug oder an eine Zentrale, die das dann ausgibt und auswertet, dann bin ich ja der gläserne Autofahrer. Wir hatten das letzte Mal schon ein ähnliches Thema, wenn sich erinnert, über diese Blackbox, die meines Erachtens noch eine gute Hilfe wäre, um bei einem Unfall die letzten paar Minuten zu rekonstruieren, ähnlich wie in einem Flugzeug. Auch das wäre ja dann ein Schritt zum gläsernen Autofahrer. Natürlich wären sie die Leute und sagen, ich will nicht kontrolliert werden. Ich will nicht, dass irgendwer weiß, wann ich wo, mit welcher Geschwindigkeit, wo unterwegs bin und was ich dabei mache. Ja, siehe ein. Andererseits, liebe Leute, leider Gottes ist der Großteil von euch zu blöd, eine gewisse Eigenverantwortung zu haben. Ihr müsst kontrolliert werden, ganz einfach, und ich nehme mich da gar nicht aus, weil wo 50 erlaubt ist, darf ich einen 50er fahren, und wenn ich 70 fahre, ein Unfallbar, ja, ist es so. Ich kann mich nicht ausreden. Wenn ich jetzt deppert bin, dass ich halt aufpasse, dann muss ich mit solchen Dingen leben. Und scheinbar ist es notwendig,
sonst würden solche Unfälle nicht passieren, denn wenn ich auf einer Freilandstraße, die unübersichtliche Kurven hat, mich bei schlechten Witterungsbedingungen mit der entsprechenden Geschwindigkeit, auch wenn dort 100 erlaubt ist, aber nur weil 100 erlaubt ist, heißt das nicht, dass ich nicht mehr fahren kann. Es ist erlaubt, also fahre ich auch, weil will ich nicht. Mich einbaue und am Baum niedermache, ja, dann muss ich fragen, ob der Mensch, der das gemacht hat, ob dessen Geisteszustand zu dem Zeitpunkt überhaupt ihn dazu befähigt hat, ein Fahrzeug zu lenken. Ganz einfach, so hart das klingt. Und selbst, ich nehme mich da gar nicht aus, weil ich fahre auch manchmal Bisschen eher schneller. rasant und denke mir dann hinten nach, siehst, wenn Gut ist jetzt was gegangen, passiert Gott wäre, sei das hätte ich Dank, ne? notwendig gehabt. Ne? Gut ist gegangen, Gott sei Dank auf die Ort, ne? Richtig. Also wie gesagt, ich nehme mich ja da gar nicht aus, bin gar nicht frei von Fehlern, ich mache das auch. Zeigt mir aber, dass solche Systeme eventuell mögliche Gefahrensituationen minimieren könnten. Es wäre doch toll, wenn ich auf einer entsprechend, leider Gottes, die Freilandstraßen alle sehr eng, ja, und die Autos werden immer breiter. Jetzt fährst du auf so einer Freilandstraße und siehst jetzt, es kommt weit und breit nichts daher. Ja, glaube ich. Hinter der nächsten Kurve lauert der nächste Traktor, den habe ich nicht gesehen. Könnte mir jetzt ein System, das in den Traktor in mein Auto eingebaut wäre, wenn man sagt, pass auf, hinter der nächsten Kurve steht ein Verkehrshindernis, bremst die ein, Da tuckert dann einer mit würde, 30 km/h durch die Gegend, nicht? genau, dann würde ein eventueller Unfall oder sagen wir so eine Gefahrensituation gar nicht auftreten, weil Ja. mich das Auto warnt, respektive vielleicht noch härter, wenn ich nicht reagiere, bremst sie das Auto von alleine. Sagt so, du bist steppert, ich hab dir jetzt dreimal gesagt, du sollst langsamer fahren, weil du hörst nicht, jetzt bremse ich mich ein. Ja. Tja, Dann bist du natürlich ist das ein nicht gewisser entschuldigt Eingriff. und dann wirst du so dran, ne? Ja, es ist natürlich ein gewisser Eingriff in die persönliche Freiheit, bla bla, wissen wir eh alles. Ja. Aber es dient der Andererseits, Sicherheit. was will ich? Lieber lasse ich mich Persönliche einmal Freiheit und an die tot sein. Leine nehmen, als tot sein. Ne? Ja, persönliche Freiheit und tot sein oder lieber sicher sein und ein bisschen Einschränkungen in Kauf nehmen. Und wenn die Leute halt nicht denken können, dann muss man das heute so machen. Gib mir da vollkommen recht. Es ist eine zweischneidige Sache, klar, weil natürlich kann das Ganze missbraucht werden. Natürlich kann ich jetzt ständig irgendwelche Daten während des Autofahrens auslesen und weiß daher ganz genau, dass der Herr Zoffi immer um 7:30 seinen Parkplatz von der Garage rausfährt und eine gewisse Strecke fährt und da fährt er immer an, weiß ich nicht, an Coca-Cola oder Obi oder was auch immer vorbei. Und da könnte es ja sein, da er mehr Werbung gibt, dass er halt dort einfach was einkauft. Ja, also das heißt, das Fahrverhalten, was ich tue, wie ich tue, Du ja, das meinst, könnte missbraucht werden. dass es dann entlang deiner Strecke zum Beispiel Videowalls gibt mit Leuten oder was, die dann entsprechend, weil da jetzt kommt der Herr Zoffi, entsprechende Werbung einblenden, ne? Zum Beispiel. Und ist der Herr Zoffi vorbei, kommt der Herr Meier und der Herr Meier trinkt, was weiß ich, gern ein Fanta oder was, der kriegt dann halt keine Cola, sondern ein Fanta präsentiert, ne? Und das geht ja relativ schnell, ne? Das könnte man natürlich dazu Könnte man machen. missbrauchen. Andererseits haben wir das ja jeden Tag, wenn ich einen Computer auftrage, habe ich ja auch, wenn ich, was weiß ich, über Chrome oder egal, über irgendeinen Webbrowser fahre und nicht jetzt privat, also diese Privacy-Browsing einschalte, dann habe ich auch meine personalisierten Werbungen. Das Ist ist so. richtig, ja. Ich meine, du Ja. magst ja nur einen Gmail-Account haben. Ich habe jetzt da, es hat jetzt da unlängst auf Facebook einer lustig einen Smoker gekauft, was der Smoker, diese Riesengriller, als Schmäh, ne? Und ich habe mir den am Amazon angeschaut. Also er wird innerhalb von 2 bis 3 Wochen ist er ausliefern fertig und er kostet ja nur 17.000 Euro. Weil das ein kompletter Anhänger ist mit 3,5 Tonnen. Das, ne? Und was kriege ich seitdem? Werbung vom Amazon für Smoker. Das sollten aber wissen, dass du gar kein Auto hast. Also die müssten da Ja, eigentlich einen es gibt aber kleinen auch Grill. Smoker. Es gibt ja auch Smoker, weil ich mir dann ein paar natürlich angeschaut habe, als alter Grill-Fan, habe ich mir natürlich ein paar angeschaut und es gibt heute Smoker-Griller schon um 14 Euro oder so. Wo die Leute sagen, der ist ganz gut. Natürlich ist der nicht das Optimum, aber du kannst ja 500 auch ankaufen. Nicht? Der braucht natürlich kein Dings dazu, kein Wagen oder was, also kein Anhänger. Nicht? Also,
Im Grunde sieht man, dass wir heute schon, egal was wir tun, und selbst wenn du zum Pillar, Merkur, wo immer einkaufen gehst, hast du eine Kundenkarte. Und Ja. natürlich locken die entsprechend damit, dass sie sagen, ja, wenn du einen gewissen Betrag gekauft hast, kriegst Punkte, Sternchen, Rabatte, Rabatt was auch machen. immer, ja. Und ich sage einmal, herschenken da mal nichts. Ne? Also nehmen wir das, nehmen wir diese Kundenkarte entgegen und nehmen in Kauf, dass wir eben personalisierte Werbung bekommen oder dass eben der Merkur genau weiß, so und so viele Leute kaufen immer am Freitag gewisse Produkte ein. Ja. Die werden es in dieser Filiale halt vermehrt beworben oder was auch immer. Nicht vermehrt Es auf ist Lager so. gelegt, das ist ja auch noch für sich nichts Schlechtes. Was du da einkaufst und so, ja, da kommst du immer am Freitag und das ist nicht ausverkauft, nicht? Grundsätzlich ist es, wie gesagt, eine zweischneidige Sache. Will ich das? Will ich mein Profil gläsern machen? Möchte ich, dass er jeder weiß? Ich brauche extrem viel Klopapier. Puh, ich muss Durchfall haben oder was? Na, dann machen wir eine Apothekenwerbung gegen Durchfall. Warum Will nicht? ich das? Oder ich will das nicht. Wenn ich das nicht will, naja, dann darf ich eben grundsätzlich keinerlei Kundenkarten haben, grundsätzlich immer nur bar bezahlen und eben gewisse Dinge kein Internet haben und gewisse Dinge eben einfach komplett abdrehen. Dann könnte ich einigermaßen anonym, nicht ganz, aber einigermaßen anonym durchs Leben gehen. Das kostet mir aber entsprechend Bequemlichkeit. Das muss immer auch klar sein. So, und beim Autofahren ist es nicht anders. Wenn ich heute nicht fähig bin, mich an Vorschriften zu halten, und weil jetzt ist eh keiner da, wurscht, jetzt fahren wir schneller, wenn ich das mache, und es passiert dann was, und das ist ja leider Gottes so, dann muss irgendwann einmal, wird dann einer dann auch schreien um Sicherheit, was können wir tun, und irgendwann kommen wir dorthin, dass wir eben solche eine K2K-Kommunikation haben. Und natürlich gibt es da viele, viele positive Aspekte. Die eher negativen, die möglichen negativen Aspekte werden natürlich nicht erwähnt, na, no, na, na. Aber mit denen werde ich leben müssen. Es wird mir nichts anderes überbleiben. Oder ich fahre nicht mehr mein Auto. Wobei, wer weiß, wie lange wir eh noch fahren können. Ne? Wenn die Grünen so weitermachen, dann musst du sogar fürs Fuß gehen noch Steuer bezahlen. Wir Egal. haben zwar jetzt da einen grünen Hintergrund, aber immer nicht von den Grünen. Weil ich meine, ja, ich bin ja, wie du Heute ist weißt, viel. Gründonnerstag. Ich hoffe, du hast Spinat gegessen. Ja, natürlich. Ich bin ja, wie du weißt, immer noch im 25 Jahre im 15. gelebt habe und in der Nähe der Mariahilferstraße. Und die Grünen haben jetzt die Mariahilferstraße zur Fußgängerzone erklärt. Und ich finde das für einen Schwachsinn, ja. Haben mich da auch der Initiative auf Facebook gegen den Umbau angeschlossen. Und ich habe gestern gepostet, wie es ausschaut um 19 Uhr auf der Mariahilferstraße. Du, die Einöde ist ein Wahnsinn. Firmen wie der Slama und also Traditionsfirmen, die 100 Jahre auf der Mariahilfer, haben schon zugesperrt. Du, das ist nicht einmal ein Fußgänger auf der Straße. Für was die Straße eine Fußgängerstraße ist, weiß ich nicht. Es sind aber auch keine. Also, ich bin ja öfters dort hingegangen, es sind aber auch keine Leute auf dem Gehsteig. Ja? Ein paar Wahnsinnige haben ja dann eine Pro-Mariahilfer-Fußgängerbewegung gegründet, weil sie geglaubt haben, wir haben ja dort unsere Wirtshäuser, beziehungsweise Cafés und Bars und was weiß ich was. Und da werden viele Leute kommen, ja, die ganzen Schanigärten, ich meine, gestern war es schön, heute ist schön, die sind la, dort geht keiner mehr hin. Ja, weil wieso? Du kommst nicht mehr hin. Jetzt haben sie dann gesagt, ja, dann, wir werden die Bürgerbefragung ernst nehmen, wir werden mehrere Querungen machen. Jetzt sagen sie, eine Querung und die eine Querung führt dann Irrgarten als Einbauern. Ja, also es ist, dort werden Arbeitsplätze aus Wien vernichtet. Die Musikfirma, die es dort seit 50 Jahren gibt und seitdem da mal hat es das Musikgeschäft gegeben. Zugesperrt, danke. Ja, keine Leute mehr. Gut, So kann das ist man ein auch anderes Arbeitsplätze Thema und ich vernichten. muss aber auch dazu sagen, ich finde das prinzipiell eine Frechheit, weil es hat eine Menge Geld kostet und das haben sich ja nur die dazu äußern dürfen, die auch dort wohnen, also die Ja, Anrainer, die was arbeiten tut und der Geld verdienen beziehungsweise nicht. die Geschäfte oder wie immer.
Also nur Die die, die nicht. eben Nein, nein, unmittelbar Geschäfte davon nicht. betroffen sind. Das stimmt ja nicht. Wir sind ja alle davon betroffen, weil Wir haben es alle zahlen dürfen. wir müssen sie alle zahlen. Ja? Es Ja. ist, sind ja alle unsere Steuergelder, die dort Ja. reinfließen. Und es ist ja Und nicht, warum wird ich nicht gefragt, ob ich das überhaupt mitfinanzieren will? das war doch immer Also die größte Einkaufsstraße von Wien. Und da fahren nicht nur die Leute aus dem 6. und 7. Bezirk hin, sondern auch die Leute aus dem 13., 14., 15., 10. oder was weiß ich. Ja? Und zahlen habe ich sie auch dürfen. Warum darf ich nicht mit anstimmen? Warum darf ich da EU-Bürger anstimmen? Jetzt sind wir schon so weit, das heißt, bei der nächsten dürfen die EU-Bürger nicht mitstimmen. Aber jetzt sagt die Frau Vassilakos, ja, ich halte mich eh aus der Planung heraus. Das machen jetzt die Experten. Die Experten kennen wir. Das sind alles grüne Experten. Ja? Also, aber wurscht, das ist, egal, also. das ist nicht das Thema, aber ja. Ja, aber es ist ganz einfach, aber wie du richtig sagst, die sind dabei, den kompletten Autoverkehr zurückzuschrauben. Sie haben ja die Fußgängerbeauftragte, die 200.000 Euro im Jahr Etat zur Verfügung hat. Für Fußgänger. Und die möchte jetzt mehr Fußgängerstraßen machen. Ja, das ist ja nichts anderes. Ich meine, ich muss natürlich fairerweise auch sagen, wir wissen alle, dass der Verkehr in den letzten Jahren ziemlich drastisch zugenommen hat. Und natürlich ist es, wenn es halt, sicher das bei uns, nicht? Ich meine, wie ich noch in die Hauptstadt gegangen bin, habe ich auf der Gudrunstraße um 6 in der Früh mitten auf der Straße gehen können. Da ist eine halbe Stunde lang kein Auto dahergekommen. Das ist heute rund um die Uhr nicht mehr möglich, weil es ist auch um 2 in der Früh dort dermaßen dichter Verkehr, dass es ja gar nicht geht. Also das heißt, es ist natürlich sichtbar, dass der Verkehr entsprechend zugenommen hat und dass natürlich die Lebensqualität der Anrainer dementsprechend gesunken ist. Braucht man nicht reden. Auf der anderen Seite wollen wir aber alle Auto haben. Wir wollen alle mit dem Auto möglichst bis vor die Tür fahren können. Und es fährt heute keiner mehr, es geht keiner mehr zu Fuß. Und es fährt keiner mit der Straßenbahn. Wenn er mit der U-Bahn fährt, ist er eh schon fast schon ein Grüner. Ne? Nö, ich Und, bitte. Ich bin grün. ja, gut, du kannst nicht anders, aber im Prinzip würde Nö, jeder ich bin ja ein hätten Grüner hier. Das musst du. in der Familie zwei oder drei Autos, sondern jeder möchte mit dem Auto, wie gesagt, bis vor die Tür fahren, sowohl bis vor die Tür von der Arbeit, als bis vor die Tür vom Geschäft, als auch bis vor die Tür von daheim. Es hat sich geändert. Natürlich hast du früher ein Auto pro zwei Familien gehabt und heute hast du drei Autos pro eine Familie. Die müssen irgendwo unterkommen und wenn die fahren, dann müssen die irgendwo auf irgendeiner Verkehrsfläche unterwegs sein. Ist so. Was willst du tun? Willst du wirklich sagen, Naja. okay, ich vertreibe die alle aus Wien? Ja, Ja. war eine Möglichkeit. Ne? Ja, Und gingen dann hast du. alle in den Speckgürtel von Wien und in der Stadt drinnen, das hatten wir ja schon, in der Schweiz, glaube ich, war das so, wird dann eine riesengroße Fußgängerzone gemacht und da fährt dann keiner mehr rein. Und damit werden also, Nur da kann man dann vielleicht Bürogebäude? gut wohnen, aber arbeiten, ja. Nur mehr Bürogebäude, nicht? Aber wenn ich dann schon im Speckgürtel wohne, dann brauche ich natürlich auch die Handelstreibenden in Wien immer, da vor der kleine Shopping City Süd oder Nord oder was weiß ich, Ost Genau. oder West oder nach Auerhof. Ja, die stehen dann alle und geben mir eine Steuerabgabe nach Niederösterreich an. Ne? Genauso ist es. Danke, und so haben wir dann ein lebenswertes Wien. Ja. Aber auch Und wer das dann ist in nicht, Wien es ist wohnt, grundsätzlich das Thema wissen wir eh noch. Ne? der K2K-Kommunikation. Ja. Ich sage, wir kommen schon wieder mal von Hundertste ins Tausendste. Ja, aber es bedingt es ja, es ist ja ein vernetztes Denken. Ne? Es bedingt es ja, wenn man nicht mit Auto nirgends mehr hinfahren kann, naja, was bleibt man dann lieber? Genauso ist es. Wie gesagt, nochmal zurück zu dieser Technologie. Ursprünglich war ja angedacht, das Ganze über WLAN-Hotspots oder wie auch immer durchzuführen. Jedes Auto könnte auch Hotspot sein. Das hat allerdings kein Hersteller tatsächlich umgesetzt. Das heißt, eines der Themen, warum das bis heute nur ein Diskussionspunkt ist, ist zum einen, dass die Technologie, obwohl vorhanden, schon seit Jahren vorhanden, in dieser Art nicht umgesetzt wird, weil daran verdient man kein Geld. Eventuelle Ausweichsituationen sind eben mobiler Datenverkehr, da könnten die Hersteller mehr Geld lukrieren. Hat nur mit der Idee, mit der Grundidee nichts mehr zu tun und es ist auch keine Vernetzung mehr. Ja. Es ist also dann so, dass jedes Auto mit einem Handy ausgerüstet wird und irgendwelche Sensoren melden jetzt über das Handy an eine zentrale Stelle,
irgendwelche Daten und über diese zentrale Stelle werden diese Daten dann verteilt. Genau das wollten wir eigentlich nicht, weil diese zentrale Stelle könnte ja diese Daten jetzt speichern und missbräuchlich damit umgehen. Die Idee war ja, dass das Auto mit dem Auto oder die Laterne oder der Hydrant mit dem Auto kommuniziert und sonst niemand außer dem Auto, der gerade vorbeifährt, die entsprechenden Informationen über jetzt Fahrbahntemperatur oder was auch sonst immer erhält. Und das Auto in sich sagt, okay, ich kriege jetzt da Meldung, die Fahrbahn, es hat jetzt da, was weiß ich, 2 Grad plus und es ist nass, es könnte glatt sein, der Autofahrer fährt zu schnell. Ich warne ihn oder ich reduziere alleine die Geschwindigkeit. Ohne dass da irgendwie eine Polizei oder sonst was eingreift und sagt, ha, ich habe einen erwischt, der hat schnell fort und das ohne Radar, hurra, da können wir aussahnen. Das war eigentlich die Grundidee, dass das eben nicht so ist, sondern dass das autark innerhalb des Autos funktioniert. Mittlerweile befürchten das durchaus mit Recht alle, naja, wenn ich das, wie gesagt, an eine zentrale Stelle melde, dann kann ja auch die Obrigkeit mitschauen und kann dann feststellen, wie oft ist wer mit welchen Kennzeichen wo zu schnell unterwegs gewesen. Was brauchen wir nur Radar? Kostet eine Menge Geld, kriege ich jetzt frei Haus geliefert. Jedes Auto sagt, ich habe eine Straftat begangen. Natürlich ist das klar, natürlich müde es auch nicht. Ja? Ja. Natürlich ist das ein Thema, über das sicherlich noch diskutiert werden muss. Ich fürchte, unter dem Gesichtspunkt wird sich der Staat sehr wohl überlegen, das einzuführen, da ist Geld zu machen. Ja? Ja. Und er wird andere, wahrscheinlich auch sogar noch fördern, nicht? Unter dem so Gesichtspunkt ist es, natürlich, ja, und das dient ihrer Sicherheit. Weil das stimmt ja auch dazu sagen, ja, weil da können wir ihn ja schneller anstrafen, nicht? Genau, und das ist der negative Aspekt. Also, wie gesagt, ich selbst bin natürlich rein von der Technik her, rein von den Möglichkeiten sehr wohl dafür. Auf der anderen Seite befürchte ich, dass dann genau das passieren wird. Und dagegen bin ich, aber wie soll ich sagen? Wenn du zündelst, wirst du irgendwas anzünden. Es ist so. Ja, du kannst dich nicht wehren dagegen. Ja, man kann nicht ein bisschen schwanger sein. Ja oder nein? Wie die Technologie, dann wäre ich ja mit eventuell negativ erleben müssen. Wie weit man sich dagegen wehren wird können, wie weit da irgendjemand regulierend eingreift, wird sich noch zeigen müssen. Ja, ich meine, wir haben ja Gott sei Dank eine Datenschutzbehörde oder Datenschutzkommission, die ja da eben auch Sachen restriktiv ist. Also ich glaube, die Kinder da, ja. Ja, es muss auch noch durchgesetzt werden. Ja. Naja, und das nächste ist natürlich, bei dieser Technologie könnte natürlich auch ein möglicher Hackerangriff auf das Auto passieren. Davon haben ja die meisten die größte Angst, ne? Dass du also fährst und irgendwie hackt sie einer in deine Bordelektronik und schaltet jetzt die Bremsen aus oder bremst jetzt für dich oder was weiß ich, oder du lenkst nach links und das Auto fährt nach rechts oder was auch immer. Derzeit, das ist ein Unfall wegen Erbschleicherei. Ja, immer, ja. Derzeit nicht möglich, nur dann möglich, wenn ich auch Zugriff über die OBD-Schnittstelle an das Auto erhalte, mit einem entsprechenden Adapter und entsprechender Software, aber nicht einfach so wie das halt immer wieder in den Medien als Horror-Szenario aufgezeigt wird, du fährst nichts ahnend und an der nächsten Ecke steht der böse Hacker mit der Strumpfmaske und dem Laptop in der Hand und du fährst an ihm vorbei und in dem Moment kappt er quasi die Verbindung zu deinem Auto und du baust dich ein und kannst nicht mehr bremsen, nicht lenken, weil der das die Kontrolle übernimmt. Naja, das ist vielleicht Stoff für einen Hollywood-Film, aber Science-Fiction-Film, nicht? So ist es, ja. Fakt ist, das geht derzeit nicht. Und ich sage einmal, sollte ein Autohersteller da wirklich gehackt werden können, dann ist er tot. Ganz einfach. Weil kein Mensch wird dann mehr ein Auto von dem kaufen. Also da werden sie sicherlich darauf achten, dass hier Sicherheitsbestimmungen bzw. Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, dass das nicht passiert. Gut. Ja. Die andere Sache ist, tja, solange die Obrigkeit irgendwo schauen kann, ist ja prinzipiell auch möglich, über GPS-Daten weiß er ja, wer bin ich, wo fahre ich, wie schnell fahre ich, was habe ich alles Verbotenes getan, und dann schreiben wir gleich mal prophylaktisch einmal ein Strafmandat aus. Weil du kannst ja nicht einmal sagen, nein, ich weiß nicht. Ist ja alles aufgezeichnet. Da wird sie sicherlich noch einiges tun müssen, bevor also dann diese Technologie auch wirklich Einzug hält, weil ich
Wenn das nicht geklärt ist, dann muss ich selber sagen, ja, da muss man halt vielleicht mehr Eigeninitiative und mehr Eigenkontrolle üben. Und solche Sachen nicht ins Auto einbauen oder auch dran. Ja. Oder im Normalfahren, ne? Ich meine, das ist ja den Oder im letzten 100 Normalfall. Jahren vorgegangen. Aber halt natürlich. Richtig. Wobei man natürlich auch ansagen muss, es ist früher auch gegangen und früher sind die Autos auch 160 gefahren. Ja. Nur es sind wesentlich mehr Unfälle passiert. Es hat sich aber eigentlich keiner wirklich darum gekümmert. Ne? Heute, wenn einer irgendwie, also ein Besoffener, in der Wiesn landet und sich dreimal überschlägt, dann steht das 3 Wochen lang in alle möglichen Zeitungen. Ja, ich Scheint meine, das sonst nichts zu ist. berichten, ich weiß es nicht. Ja, na klar, da darfst du nicht vergessen, aber ich muss ehrlich sagen, wenn sich einer dreimal überschlägt und dann wieder gegen denselben Baum fährt, ja, dann fällt er bei Der arme mir Baum, ne? erstens einmal der arme Bruder Baum, aber und bei mir fällt der auch der natürliche Auslese, wenn man jetzt deppert ist zum Auto fährt, ja, dann das hat er halt davon. Ja, Gut, aber leider wir wollen. Gottes sind dann halt, das Problem an der Sache ist ja genau dasselbe wie mit den Alkoholfahrern, nicht? Oft werden dann halt auch Unbeteiligte in Mitleidenschaft Genau. gezogen, nicht? Und oft ist es auch wirklich so, dass du bestimmte Unfälle, wo man mal hinten auch gesagt hat, wann kann das passieren? Das gibt es ja überhaupt nicht. Bist du zu deppert zum Denken und zum Schauen? Sowas kommt schneller, als man glaubt. Du bist schneller in so einer Situation, als du bis 13 kannst. Glaub mir das, Helmut. Ich habe mich auch mit meinem Auto überschlagen in der Nacht Du hast dich und habe mir auch überschlagen. gedacht, naja, wie ich das noch beim Gypsy Club war, beim Heimfahren, das war eins in der Früh. Ne? Bin ich auf der Arlandau gefahren, das ist eine langgezogene Linkskurven Ne? und bin halt, ich habe nicht geschlafen, aber ich war auch nicht mehr ganz fit. Und mich hat einer überholt. Und ich habe den aber nicht gesehen, dass mich der überholt. Und auf einmal ist das Auto neben mir und ich bin so erschrocken, dass er meinen Wagen verrissen hat. Ja? Und habe ich mich überschlagen, mein Auto. Also ich muss ehrlich sagen, das ist mir total gegangen. Oder habe ich das Mein Glück war, verdrängt? dass ich gerade keine PCs drinnen gehabt habe, weil ich habe vorher 8 PCs, große PCs, Na, die damals waren da an die nach Uni geflogen, Wölfgang das war geführt, das. ja, für einen Computerkurs Ja. und bin dann mit dem leeren Auto heimgefahren, weil das umgekehrt gewesen hätte, mit den PCs erschlagen in Wollte dem ich gerade Auto. sagen, weil da darfst du jetzt nicht mehr da sitzen. Ne? Ich meine, Richtig. weil die waren da, damals also in Zeiten Gypsy Club, wir reden jetzt da von den 80er Jahren. Also da waren die PCs noch sehr massiv und die waren nicht So auf ist es, ja. Plastikgehäuse. Also da hast du ein paar, ich weiß noch, Gypsy Club, wir haben die Ericsson-PCs gehabt, Das waren solche. die waren aus Metall. Also da aus Genau. scharfkantigem Metall, sogar außen, aus Designgründen. Wie gesagt, bis dahin habe ich mir auch gedacht, wie kann sowas passieren? Bis zu dem Zeitpunkt, wo es mir selber passiert. Wie gesagt, du fährst, das ist finster wie in einem A-Loch, ja? Und auf einmal steht ein Auto neben dir. Ne? Ich habe den nicht gesehen, der war auf einmal da. Ja? Der ist auf mir vorbeigefahren. Ich bin langsam gefahren, ja, weil ich nicht mehr fit bin. Ich bin vielleicht gerade mit einem 100er dahin gefahren und der ist eben mit 130 oder schneller an mir vorbeigezogen. Ich bin so erschrocken, habe das Lenkrad nach rechts gerissen, ja, weil ich mir gedacht habe, der fährt mir eine. Meine Schuld, einzig und allein meine. Aber sowas kann doch schneller passieren, als du glaubst. Ja, klar. Vielleicht wäre der Unfall zu vermeiden gewesen, hätten die 2 Autos miteinander kommuniziert und hätten mir Auto gesagt, du, da kommt einer schnell und hätte mich irgendwie gewarnt. Dann war ich vielleicht aufmerksamer gewesen und hätte mir gedacht, wo siehst du jetzt, wo piepst du jetzt, da muss schauen. Ich kann es nicht sagen, vielleicht wäre dann der Unfall nicht passiert. Aber von vielleicht allein kann man nicht leben. Richtig. Wurscht, abschließend zu dem Thema, wenn du bitte jetzt das dritte Bild Genau. herzeigst, wer sich dafür interessiert. Ihr seht es da oben, www.audiomobile.com, gibt es eine nette Seite, da ist erklärt, eben Vehicle to X Communication, was das ist, was da passiert, was man da dagegen tun kann oder damit tun kann, kann man sich anschauen, ist wirklich ein netter Artikel, lesenswert. Gut. Ja, das soll es zu diesem Thema mal gewesen sein und auch hier wären eure Meinungen interessant. Ja, ich habe da eh schon gesagt, also unsere meinungsbildenden Maßnahmen fruchten zurzeit etwas wenig. Es hat zwar ein paar Rückmeldungen gegeben, die gesagt haben, ja, das ist super, wir werden schauen, was sich den Leuten noch um die Uhren haut. Aber das war es dann halt. Also zu einer richtigen Diskussion sind wir bis jetzt noch nicht gekommen. Na, Gut, wie vielleicht wird es gesagt, noch. kann ihm nur unterstützen, Freunde. Schreibt zu uns, liked zu uns, abonniert uns.
Und ja, reden wir darüber, ne? Ich meine, es gibt ja auch andere Leute, die auch andere Meinung vertreten, aber bitte, solange sich der keiner irrt, dann können wir es halt auch nicht berücksichtigen, ne? Ja, ich danke dir wieder mal, schön, das war wieder ein sehr gutes Thema, aktuelles Thema. Und ja, was bleibt mir anders übrig? Wir sagen mal zum Abschied wieder mal ein leises. In diesem Sinne. Servus.